Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Radsportmanager 2012. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Die Tour von Katar, alle Stars sind hier versammelt. Es fahren mit Cancellara, Goss und Kreipel. Vielleicht hätten wir da auch mitfahren sollen, anstatt die tolle GP DB Sengs oder wie auch immer das Ding da heißt. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber zuerst kommen wir hier zu der Coppa Costa Degli Edrucci. Ach du lieber Himmel, wer denkt sich denn so Namen aus? Hier gehen wir mit einem starken Team, mit Knees, mit Borsonhagen, mit Eisel, mit Uran, mit Cavendish, mit Thomas, mit Kennaut und mit Porter an den Start. Ja, wir machen natürlich, weil das am Schluss einen Massensprint gibt, ein Flachetappen-Setup und lassen uns gar nicht beeindrucken davon, dass das irgendwie hier über Hügel geht, ist nur ein Eintagesrennen und von daher brauchen wir hier keine anderen außer Wasserträger. Guten Knees könnte man vielleicht noch frei machen, der ist ja auch Kämpfer. Wenn der gut über die Bergehügel drüber kommt, kann er vielleicht kämpferisch und ebenenfahrermäßig nach vorne abhauen. Den können wir vielleicht auch nochmal freilassen, aber ich vermute mal, es kommt zum Massensprint und wir haben drei gute Sprinter dabei. Ach. Wir arbeiten einfach dran, dass es einen Massensprint gibt. Sagen wir es einfach so. Gut. Warum sprinten wir? Wir sprinten wegen dem Geld. Hier gibt es 3.500 Euro Siegprämie. Es gibt bezahlte Plätze, glaube ich, bis Platz 25. Ist dann zwar nicht mehr viel, aber na, gibt was zu holen. Bohnen ist dabei. Cavendish und Borsonhagen sind Favoriten. Eisel ist Außenseiter. Und ja. Wir haben also eigentlich ein recht gutes Team hier am Start und sollten hier was reisen können. Also irgendwas sollten wir hier schon reisen können. Aus der Kontinentaltour sind keine wichtigen Leute mit hier am Start, die in der Rangliste führen, sonst hätten die ja ein Sternchen. Und ich bin mal gespannt, wo man uns geparkt hat. Ja, natürlich wieder ganz hinten, ganz klar, dass wir auch schön wieder durchs Feld durchfahren müssen, wenn es bergauf geht. Wäre auch anders viel zu einfach und wird keinen Spaß machen. So, ich beschleunige mal ein bisschen die Zeit direkt hier am Start, damit es gleich mal losgeht. Ihr seht, die hängen alle wunderbar fest. So, jetzt kommt der Eisel mal vor. Und wenn der Eisel vorkommt, müssen wir den natürlich auf... Oh Gott, wenn ich das schon wieder sehe. Ja, hier greifen die ersten an. Soll uns eigentlich nicht jucken. Da kommt Borsonhagen. Ne, Position halten. Da kommt Cavendish. Position halten. Ja, der probiert's alleine. Jetzt will er sich aus der Ausreißergruppe absetzen. Da kommt Uran. Sehr schön. Der kann gleich mal einen Cavendish. Upsa, der kann gleich mal einen Cavendish schützen. Da kommt der Knees, auch eine super Sache. Den können wir gleich mal hier auf Position halten stellen. Das läuft doch eigentlich mal ganz schnuppe hier. Oh oh, bitte fang jetzt nicht an zu ruckeln. So, hier kommt Porte. Porte fügen wir hier mitten in unsere Truppe ein. Einer fehlt noch, glaube ich, ne? Der Kennaut, das ist so, ja. Der kämpft sich noch durchs Feld nach vorne. Das ist immer sehr abenteuerlich, wie lange das dauert und was die hier kämpfen müssen, damit die da nach vorne kommen. So, jetzt haben wir sie alle durchsortiert. Und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen und hoffen, dass wir den Cavendish und die anderen Sprinter über die Hügel nicht verlieren. Die Ausreißer interessieren uns nicht. Gerade mal durchsortieren, wer hinterster Mann ist. Das ist der Kennaut. Okay, eigentlich wollte ich den ja mal anklicken. So, dass wir einen Blick haben, wo unser letzter Mann rumfährt. Das gibt, glaube ich, eine schnelle Etappe. Weil so unterwegs so gar nichts passiert eigentlich. Wir fahren hier einfach nur unseren Stiefel runter, bis es irgendwann flach wird und dort fangen wir dann irgendwie die Ausreise ein
Und dann gibt's einen Massensprint, wenn alles gut geht. Ja. Was soll ich erzählen? Ich habe gerade gesagt, das ist ein Horrorspiel für Let's Player. Ich kann das vielleicht mal ein bisschen näher ausführen. Es gibt ja den ein oder anderen Zuschauer von mir, der ja mittlerweile auch versucht, Let's Plays zu machen von dem Spiel. Ja, wie soll ich es am besten formulieren? Also das Spiel hat mehrere Probleme. Erstens ist es sehr detailreich, dafür, dass es ein Manager ist. Das heißt, jeder Busch, jeder Baum, jeder Zuschauer. Das alles sind Objekte, die gerendert werden müssen. Was zu unheimlich großen Dateien führt, wenn man eine gute Bildqualität haben will. Hört sich jetzt blöd an, aber ist so. Große Dateien meine ich, die sind im Verhältnis zu groß. Beispiel Fußballmanager, halbe Stunde, habe ich so in der Regel so ein Gigabyte Part. Radsportmanager, gerendert mit den tollsten Renderprogrammen, habe ich für 20 Minuten ungefähr 3,5 Gigabyte. Also so viel zu dem Unterschied Fußballmanager zu Radsportmanager. Dann kommt noch dazu, dass die Qualität auf YouTube immer bescheiden aussieht, egal wie toll man rendert. Dann kommt dazu, dass das Spiel auch spielerisch manchmal sehr, sehr anstrengend sein kann. Weil es nicht immer das tut, was es tun soll. Sagen wir es einfach mal so. Wie gesagt, ich habe diese Rennen, die wir hier sehen, eigentlich schon mal gefahren. War mit meinem Kommentar nicht so wirklich zufrieden und mit dem, was ich da gesehen habe, auch nicht. Hab deshalb nochmal einen Spielstand ausgegraben und nehme das Ganze nochmal auf. Die Rennen entwickeln sich hier völlig anders wie im letzten Spielstand. Und das hängt einzig und allein daran, dass der Computer Dinge gemacht hat. Deshalb hat es mich auch so aufgeregt, weil er Dinge gemacht hat, die er normalerweise nicht macht. Also das heißt also, normalerweise läuft eine Tour so ab, wie die jetzt hier abläuft. Ja, also wir fahren vorne mit, wir trudeln so im Feld mit und so weiter. Und normalerweise kommen wir auch gut durch, bleiben wenig hängen, fahren unseren Stiefel runter und versuchen dann irgendwie in der Entscheidung irgendwas mitzureißen. Der hat mir aber bei meinen Aufnahmen, die ich gemacht habe, ich konnte einstellen, was ich wollte. Der hat einfach, die Fahrer haben einfach nicht das gemacht, was sie tun sollten. Wenn ich gesagt habe, halt die Position, sind zurückgefallen bis hinter das Feld. Die wurden abgehängt. Und das, obwohl ich gesagt habe, halte die Position. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und jetzt haben sie kein Wasser geholt. Ei. Tja, das kommt davon, wenn man erzählt. So, dann geh du mal hinter. Vielleicht haben wir Glück und können das noch verhindern, dass die jetzt alle zurückfallen und Wasser holen. Ja, nee, da kommt dann nichts. Da kommt Borsenhagen und holt Wasser. So, jetzt hoffe ich, dass der dem Borsenhagen dann gleich Wasser in die Hand drückt und der Borsenhagen dann hoffentlich wieder nach vorne fährt. Oh Gott, da kommen jetzt alle, weil wer genau jetzt festhängt und nicht nach vorne kommt. Ja, deshalb sage ich immer, frühzeitig Wasser holen, dann passiert euch sowas nicht. Weil jetzt der Cavendish und alle fallen jetzt zurück und holen Wasser. Und der Kenner, der kommt nicht nach vorne, um den anderen Wasser zu bringen, die noch kein Wasser haben. Also werden die auch wieder zurückfallen. Ein Krampf. Guckt euch das an. Borsenhagen, alle fahren an ihm vorbei. Der sollte Wasser holen. Der hängt so weit von dem Feld fest. Der kann gar kein Wasser holen. So, jetzt kommen noch Knesen und Eisel und holen sich auch noch selber Wasser, wie es aussieht. Ei, jemine. Ups. Ja, Kennout, fährst du irgendwann nochmal vor? Wäre schick. Na, ja, der hat schon aufgegeben, die anderen zu versorgen. Okay, dann schicken wir ihn eben so nach vorne. Irgendwie muss er wieder nach vorne. Da hinten rumfahren ist nicht. So, Führungsarbeit brauche ich eigentlich noch nicht leisten. 3 Minuten 36 haben die Ausreißer noch Vorsprung. Und ich bin gerade am Überlegen, was wollte ich euch eigentlich erzählen.
Ja, also wie gesagt, ich habe die auf Position halten gestellt und habe es nicht verpennt. Und die Fahrer haben sich ganz hinters Feld zurückfallen lassen, wurden sogar abgehangen. Also es war irgendwie, war das schon äußerst seltsam. Ich habe mich hier vom Rechner aufgeführt wie so ein kleiner, also wie soll ich sagen? Also ich hatte so einen halben Tobsuchtsanfall, weil die einfach nicht gemacht haben, was mir ihnen gesagt hat. Also ich meine, ich lasse mir es ja noch gefallen, wenn das Ganze nachvollziehbar ist. Aber ein Fahrer, der die Position halten soll, der dann abgehängt wird vom Hauptfeld, und das obwohl er eigentlich noch nicht mal blinkt oder so, sondern einfach nur, weil er da rumbummelt, aus irgendwelchen unbegreiflichen Gründen, das war dann doch ein bisschen viel für mich. Sagen wir es einfach mal so. Und ja, diese Tobsuchtsanfälle, die ich da vom Rechner hatte, ja, die waren dann nicht so wirklich repräsentativ für das, was ich gerne mache als Let's Play. Und deshalb habe ich gesagt, muss ich das Ganze nochmal neu aufnehmen. Und wie man sieht, hier machen die keinen solchen Blödsinn. Und das bringt mich dann zum Denken, warum die in der ersten Aufnahme so einen Blödsinn gemacht haben. Hier werden auch die Ausreißer gejagt. Ja, also vom Hauptfeld. Und die fahren nicht einfach mal spazieren, sondern die werden hier richtig gejagt. So. Unsere Fahrer sortieren sich auch gut und jetzt müssen wir aufpassen. Das sieht doch gut aus, er kann sich lösen. Der Vogt, oh, ja, okay, da sind Ausreißer immer noch 43 Sekunden vor uns. Wollen die uns päppeln? Gut, da habe ich jetzt ein bisschen gepennt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, Borsonhagen, Eisel. Der Eisel, der Borsonhagen. Der Borsonhagen soll sich mal hinter den Eisel hängen. Der Cavendish. Der Cavendish soll sich mal hinter den Borsonhagen hängen. Der Eisel soll sich mal hinter den Thomas hängen. Das sieht schon mal gut aus. Der Uran ist, glaube ich, der schlechteste Fahrer, den wir haben auf Ebene. Den setzen wir mal auf 90 und lassen mal Riegelchen nehmen. Dann hoffe ich, dass ich das gleich mal ein bisschen umsortiert und wir noch ein bisschen besser sehen, was hier abgeht. Der Knies. Der Knies ist so ein Mann, da könnte der Thomas. Der könnte sich mal hinter den Knies hängen. Und der Porter, der könnte sich mal hinter den Uran hängen. Haben wir irgendeinen noch nicht verarbeitet? Der Kennout, nee, den lassen wir raus. Den brauchen wir nicht. Der war eigentlich nur als Wasserholer gedacht und als Mitroller. So, und der Knies, der sollte sich dann vielleicht mal an den Porter hängen. Und das Ganze sollte sich dann, wenn es geht, so sortieren, dass das Ganze Sinn macht. So, und ja, die geben jetzt mal richtig Gas. Jetzt haben wir noch 10 Kilometer. Der Uran, der muss viel flotter gehen. Der muss alles geben. Die Ziellinie rückt näher. Gerade haben die Fahrer die 10.000 Meter Marke passiert. So, Porter. Der kleine Ausflug ist vorbei. Die Gruppe wurde vom Feld geschluckt. Die Helfer der favorisierten Sprinter halten das Fahrerfeld zusammen. So, jetzt lassen wir einen Knies gehen. Wir machen jetzt hier mal richtig Feuer. Wir haben nämlich viele, viele, viele gute Leute. Und wir können da richtig Feuer machen. So, der Knies ist platt, die anderen kommen langsam vor. Jetzt gehen wir dann mit Thomas. So, 2,6. Der Eisel geht. Jetzt gehen die Sprinter um die Kurve rum noch und dann gehen wir mit Borsonhagen. Und Borsonhagen lassen wir ausruhen, so lange wie es geht. Und jetzt gehen wir mit Cavendish. Ups, Cavendish lassen wir ausruhen. Jetzt gehen wir mit Cavendish.
Und jetzt hängt er die ab. Und wenn wir Glück haben, wird der Borson Hagen Zweiter oder Dritter. Und das bringt uns dann auch nochmal Geld. Dritter ist er geworden. Bohnen wurde Zweiter. Haben wir noch einen drin? Kann ich jetzt so nicht sehen. Aber egal, wir haben mal wieder was gewonnen. Das ist doch super. Ach, das macht richtig Spaß, wenn man was gewinnt. Und das baut auf, motiviert und überhaupt. Und es hat geklappt, was ich mir gedacht habe. Gut, Cavendish hat gewonnen. Das Team hat gewonnen. Und jetzt interessieren mich noch, wie viel Kohle haben wir gemacht. Ja, Cavendish zu schnell für den Rest. Super Sache. 12. und 14. haben wir auch noch eingefahren. Das ist jetzt wirklich die Frage. 12. und 14. Also 300, 525, ja, 5525 müssten wir eingenommen haben. Okay, oder ich habe mich verrechnet und wir haben einfach 6275 verdient. Ist ja schon gut. Dann habe ich mich wohl verrechnet. Gut, ich bedanke mich, dass ihr wieder hier reingeklickt habt, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr immer noch Spaß daran habt, meinen Radsportmanager-Let's Play zu verfolgen. Tja, ich freue mich über Kommentare, Likes, Favorisieren und Abonnieren von euch. Wirklich immer ganz dolle. Freue mich immer, wenn ihr das macht. Ihr müsst natürlich nicht machen. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es einfach. Und ansonsten sage ich ganz einfach noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.